Hey Leute, ich bin's wieder, euer IC und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Ach Leute, was im Moment in der Angelwelt los ist, Leute, was ist im Moment in der Angelwelt los? Und es nimmt einfach kein Ende. Heute haben wir jedoch noch viele andere Themen, die mal abseits der Thematik Zack und der großen Influencer sind. Und deswegen sind die Themen der heutigen Angel News: neuer Kanal von Dietmar Isaiasch, die Berliner Fischereiverordnung, es wird wieder wärmer, also widmen wir uns kurz der Auwaldsäcke, Shimano, 100-jähriges Jubiläum, die ökologische Wertigkeit des Angelns, ein neues Angelteam von John Chowns und am Ende, ganz neu in die Angel News, die Filmempfehlungen. Und falls auch du immer auf dem neuesten Stand der Angelszene sein willst und keine Folge Angel News mehr verpassen willst, dann lass jetzt dein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News. Alles rund ums Angeln. Leute, im Moment hagelt es einfach nur so Angelverbote. Ich weiß nicht, ob ihr mein letztes Reaction-Video gesehen habt, wo ich auf die Angelverbote in Hannover auf die Leine reagiert habe, wegen der Natura 2000-Zonen. Es geht nämlich direkt weiter, denn im RBB-Podcast Angebissen wurde letztens nochmal die Berliner Fischereiverordnung thematisiert und die Erneuerung dieser Berliner Fischereiverordnung hat es einfach in sich. Man könnte schon fast denken, wird Berlin zur angelfreien Zone? Ein sehr, sehr schwieriges Thema, denn in dieser neuen Angelverordnung sind so viele Verbote drin. Kein Nachtangeln mehr, keine Reusen, sinnfreies Töten von Fischen in Form von: egal was man fängt, es muss umgebracht werden. Und dazu kommen noch viele, viele weitere Verbote und Themen. Politik und Angeln im Einklang. Leute, schaut einfach mal rein und wir werden im nächsten Instagram-Talk, der geplant ist für nächste Woche, schaut einfach mal auf Instagram vorbei. Da werden wir jetzt immer zu der Angel News auch ein Instagram-Talk machen, werden wir über die neue Berliner Fischereiverordnung nochmal sprechen. Schaut euch den Link zum Podcast vom RBB Angebissen Podcast an, gebt euch den Podcast und entscheidet selbst, was ihr darüber denkt. Das Ganze ist noch in Arbeit, es wird noch darüber diskutiert, es sind schon Einsprüche dagegen am Laufen, wir werden sehen, was passiert. Von Angelverboten zur wunderbaren Tierrettung. Denn in Mülheim kam die Essener Tierrettung zur Geltung, als sie bemerkt hat, dass ein Teich im Horbachtal leer lief. Durch einen Dammbruch lagen ca. 60 große Karpfen am Grund, da der Teich leer gelaufen ist und mit großen Koi-Karpfen und einer extrem starken Tierrettungsaktion konnten die Tiere dann doch noch gerettet werden. Super starke Tierrettungsaktion, wo schnell gehandelt werden musste. Alles ist gut gegangen. Den Artikel zur Tierrettung lasse ich euch unten in der Infobox. Es wird wieder wärmer. Wir streifen durch die tiefen Büsche, um ans Gewässer zu kommen, um die besten Spots zu erlangen. Und dabei bleibt ein kleiner Gegner, der uns immer wieder ärgern will und dabei nicht wirklich ungefährlich ist. Und auch dieses Jahr breitet sich ein weiteres Exemplar der Zecke immer mehr aus und birgt eine weitere Gefahr: die Auwaldsäcke. Bisher war die Auwaldsäcke eher im Großraum Leipzig, München, Saarland und Rheinland-Pfalz größtenteils entdeckt und dort hat man sie auch größtenteils vorgefunden. Jedoch ist die Auwaldsäcke auf dem Vormarsch und breitet sich in komplett Deutschland aus. Das hat eine gewisse Gefahr mit sich, denn die Auwaldsäcke ist dafür bekannt, dass sie Hundemalaria überträgt. Das heißt, das ist nicht nur eine Gefahr
für eure Haustiere, für euren stetigen Begleiter, für euren treuen Freund an der Seite, sondern natürlich auch für andere Tiere in der Natur wie Wildschweine etc., Wildtiere, die die Zecke natürlich auch mit in andere Gebiete tragen. Auch für den Menschen ist die Auwaldzecke nicht ungefährlich und kann Meningoenzephalitis übertragen, kurz gesagt FSME. Deswegen, Leute, passt gut auf euch auf, kontrolliert euch nach jedem Angelgang auf Zecken und seid somit ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Hundert Jahre Shimano, 100 Jahre japanische Traditionsmarke. 1921 gegründet und bis heute hat Shimano über 50 Betriebsstellen und hat bis zu 11.000 Mitarbeiter angestellt. Zur 100-jährigen Tradition gibt es nicht nur eine eigenständige Webseite, die ich euch natürlich unten in der Infobox verlinke, sondern es wurde auch ein Buch mit Artworks etc. zur 100-jährigen Geschichte von Shimano produziert. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Shimano, 100 Jahre, starke Leistung, weiter so. In einer der ersten Folgen Angel News habe ich euch über eine Umfrage des Thünen-Instituts berichtet, in der gefragt wurde, was lässt sich der Angler kosten, wohin geht der Angler zum Angeln, was macht dem Angler Spaß. Und jetzt ist die aktuelle Studie vom Thünen-Institut veröffentlicht und das Ganze unter dem Namen Ökonomische, soziale und ökologische Wertigkeit des Meeresangelns. Was lassen sich Angler ihr Hobby kosten? Sind Angler zufrieden mit einem allgemeinen Management? Wohin gehen Angler zum Angeln? Gehen Sie lieber Nordsee, Ostsee etc. Viele Fragen werden dort beantwortet. Den Link zu der Umfrage, den lasse ich euch natürlich in der Infobox und alles Weitere werden wir ein bisschen mehr im Detail im Instagram-Talk besprechen. Auf der anderen Seite trennen sich YouTuber von einer Firma. Es werden neue Shops gegründet, andere Firmen nehmen neue YouTuber auf und so weiter und so fort. Und ganz im Hintergrund, versteckt, gibt es jemanden, der baut ein komplett neues Angelteam auf. Vermutet man zumindest, denn über die Instagram-Seite kann man nur erfahren, River Fighters coming soon. Und als auch über die Instagram-Story hat man nur gehört, die Unterschrift ist safe. John Chounce bereit, die Weltherrschaft im Angelbereich an sich zu reißen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da auf uns zukommt, Leute. River Fighters, alles schicke ich euch natürlich unten in die Infobox. Guckt euch das mal an. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. River Fighters. Auf riverfighters.de gibt es sogar schon eine Homepage, die erstmal gesichert ist. Es gibt noch keinen Inhalt drauf. Vielleicht werden wir da bald mehr erfahren. Leute, John Chounce mit River Fighters will die Weltherrschaft des Angelbereichs an sich reißen. Bevor wir zu den Videoempfehlungen kommen der letzten Tage, Leute, möchte ich noch kurz zeigen, Leute, dass Dietmar Isaias einen ganz neuen YouTube-Kanal an den Start gebracht hat mit einem super frischen Video. Mit seiner Art erklärt Dietmar sehr, sehr viel in dem Video. Wirklich viel Wissen für wenig Geld, sagen wir mal, für gar kein Geld. Jeder kann auf das Video frei zugreifen. Neu bei Westin mit einem neuen Kanal, ganz frisch. Der gute Dietmar zeigt sich von seiner besten Seite. Den Link zum Kanal packe ich euch natürlich unten in die Infobox. Checkt es ruhig mal aus. Das erste Video hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Weiter so, Dietmar. Und damit herzlich willkommen zum neuen Bereich, die Filmvorstellung der letzten Tage. Falls ich geile Filme zum Thema, zur Thematik Angeln finde, würde ich euch die gerne einfach in den Angel News immer kurz vorstellen. Maximal bis drei, kurz und knapp. Und da ist mir zu ganz Beginn, zum Start dieser Reihe, die Seaspiracy, auf dem Herzen. Ich habe letztens erst reingeguckt, circa vor einer Woche, und war schon mit einem Instagram-Talk mit dem guten Mr. Turkleton am Start.
Und wir haben über Seaspiracy geredet und Seaspiracy hat mich mitgenommen, Leute. Guckt euch einfach an, ich will euch gar nicht spoilern. Es geht in der Dokumentation über die Ökologie der Meere, über Massenbefischung, über Betrug, über Skandale, Propaganda, alles Mögliche. In meinen Augen hat mir die Dokumentation ein bisschen die Augen geöffnet und mein Mindset ein bisschen verändert. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, falls ihr Seaspiracy schon gesehen habt. Wie findet ihr die Dokumentation? Nichts für schwache Nerven. Viel Spaß mit der Dokumentation. Und zum Schluss ein neues Format auf YouTube. Vielleicht nicht ganz ein neuer Gast, vielleicht schon in irgendwelchen anderen Ausgaben oder in anderen Umsetzungen schon. Aber trotzdem im Moment relativ ganz frisch mit Enrico Di Ventura von LMAB Fishing Impossible. Enrico Di Ventura zusammen mit einem Angler von Fox Rage versuchen, verschiedene Aufgaben von Zuschauern, Fischereiaufgaben zu bewältigen. Und wenn diese Aufgaben geschafft werden, dann gibt es Gewinne in der nächsten Folge für den doppelten Preis. Wenn die Aufgaben nicht geschafft werden, dann gibt es Gewinne für die Person, die die Aufgabe gestellt hat. Ganz interessant, schaut einfach mal rein. Den Link dazu, Leute, packe ich euch natürlich unten in die Infobox. Und das waren es auch schon wieder die Angel-News für diese Woche. Einiges Spannendes wieder dabei. Ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren so zu den Angel-News sagt. Gebt mir noch mal eine Rückmeldung, ob ihr die Filmempfehlungen, die ich in der letzten Woche immer so gesehen habe, ob ihr die für gut befindet oder nicht. Dann werde ich schauen, ob ich die beibehalte oder ob ich die aus dem Programm rausnehmen werde. Ansonsten würde mich interessieren, Leute, was ihr zum Beispiel zu den River Fighters sagt und was ihr zur Berliner Fischereiverordnung sagt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Leute, falls es euch gefallen hat und ihr keine Angel-News mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben und wirklich einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen über eine schöne Diskussion. Jetzt wünsche ich euch noch nur das Beste da draußen. Falls ihr im Wasser seid, ein dickes Petri. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Passt da draußen auf euch auf. Euer Icy.